Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Heute geht es, wie ihr schwer erkennen könnt, um den VW e-Golf. Der fehlt noch bisher in meiner Sammlung von Autotests. Sollte nicht fehlen, ist ja ein Klassiker sozusagen. Ja, man kann schon fast sagen, aber mittlerweile ausrangiert, weil ja mit der ID-Reihe von VW da die Ablösung kommt und es keine neuen e-Golfs danach geben wird. Ja, was machen wir? Wir schauen uns das Fahrzeug einmal kurz an, von außen, von innen. Ich würde den gern so ein bisschen vergleichen mit dem Nissan Leaf, den ich ja selber fahre. Die Fahrzeuge sind ja in einer gleichen Klasse unterwegs und haben einige Parallelen. Also ich würde gerne ein paar Sachen im direkten Vergleich gegenüberstellen. Aber schauen wir uns das Auto erstmal an. Ist mal wieder ein Fahrzeug von Nextmove. E-Golf in Weiß. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Dürfte jedem bekannt sein. Unterwegs auf den Bridgestone Turanza 205/55 R14. In Weiß, ohne große Beklebung diesmal. So, gehen wir mal rein. Ich habe mir blödes Wetter ausgesucht. Ein bisschen Regen. Gerade Glück gehabt, dass es eine Regenpause gab. Und ich nicht allzu sehr nass geworden bin, beziehungsweise die Kamera nicht allzu sehr nass geworden ist. So, 3 Tage E-Golf. Wie gesagt, darf nicht fehlen eigentlich, wenn man sich mit Elektroautos und Tests und so befasst. Sollte das Auto auf keinen Fall fehlen, gehört ganz klar in die Landschaft der verfügbaren E-Fahrzeuge. Davon fahren auch viele rum, also man trifft ja regelmäßig welche an der Ladesäule und kommt da ins Gespräch. Also das Auto ist auf jeden Fall wichtig und gut. Hat jetzt nicht mehr so die dolle rosige Zukunft, wird halt abgelöst, aber trotzdem hat es nach wie vor eine Berechtigung, eine Daseinsberechtigung und ist auch ein gutes Auto. Die Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind sehr, sehr, sehr zufrieden damit, obwohl das Auto natürlich auch einige Nachteile hat, wie eigentlich jedes Auto, Elektroauto derzeit. Jo, wir machen erstmal so ein bisschen hier vielleicht innen einmal schnell durchschauen, was es hier so gibt. Bevor es dann ans Fahren geht und an so ein paar Vergleichstests, die ich mit dem Nissan Leaf 2 vorhabe. So, gehen wir einmal schnell innen durch die Bedienelemente des Fahrzeugs. Einmal das Interieur kurz drüber fliegen. Fangen wir mit dem Lenkrad an. Das erinnert mich sehr an meinen Nissan Leaf. Von den Knöpfchen her. Nur, dass ich halt hier die Tempomat-Bedienung auf der Seite habe. Bei mir ist die eben da. Aber Lautstärke, also Handybedienung, Lautstärkeregelung durch die Displays schalten. Das ist hier alles im Lenkrad untergebracht. Ähnlich viele Knöpfe wie im Leaf. Ja gut, Scheibenwischer muss man nicht drauf eingehen. Lichtblinker, blablabla, muss man auch nicht weiter drauf eingehen. Wir haben natürlich hier elektrische Fensterheber. Wir haben die elektrische Spiegelverstellung. Wir haben einen Lichtsensor. Das Licht steht jetzt auf Auto. In der Mitte ist hier dieses Element. Das große Element mit Navigation und Radio und allem. Pipapo, alle Informationen, darunter die Lüftung, Klimaanlage, Heizung. Eigentlich auch sehr, sehr selbsterklärend, muss man auch nicht weiter darauf eingehen. Startknopf habe ich hier an der Seite. Ich habe hier dennoch einen Schlüssel bekommen, klassischen. Ist mal geguckt, Zündschloss, nee, Fehlanzeige. Der wird hier über ein Knöpfchen gestartet. Mode, also Fahrmodi wechseln,
Also ein Parkassistenten deaktivieren. Automatisches Parken dürfte dieses Symbol hier sein. Habe ich noch nicht ausprobiert. Auto Hold, elektrische Handbremse. Genau. Ja gut, hier oben noch die ganze kleine Beleuchtung hier vom in dieser SOS-Call. Was ist das? Service, ach so, hier Service und Info. Das ist wahrscheinlich ein Brillenfach. Genau. Ist auch nett. Da auch nicht jedes Auto. Das ist halt nichts, das ist halt ne, Golf-spezifisch. Und nicht spezifisch hier beim E-Golf. Genau. Abladen, gucken wir uns noch ein bisschen den Stauraum an. Hier ist also eine längere Tasche in der Tür. Hier vorne geht eine Flasche rein. Auf der Beifahrerseite ist nochmal genau das gleiche. Ich habe hier in der Mittelkonsole zwei Becherhalter. Hier noch ein kleines Fach. Keine Ahnung, passt da der Schlüssel rein? Jawohl. Ah, das ist ja ein Traum. So, Schlüsselfach. Die Mittelarmlehne geht natürlich hoch. Und hier ist ein, naja, kein großes Fach, also eine große Flasche oder so geht da nicht rein. Aber immerhin ein Stauraum. Handschuhfach, normale Größe. Achso, da habe ich jetzt die SD-Karten, Schlitze und ein CD. CD-Einschubmöglichkeit. Das ist dann, ich weiß nicht, ob das für die. Guck mal, ob was drin ist. Nee, ich kann jetzt. Okay, ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt für das Navi-Material, aber nee, Navi-Material ist natürlich hier auf der SD-Karte, die hier drin steckt. Ne? Das ist also zum Musik hören. So. Prima. Ich versuche das mal zu zeigen. Es ist gekühlt, dieses Fach, also klimatisiert. Hier kann ich also meine Getränke kühlen während der Fahrt. Sehr schön. Sehr schön. So, die Sitze. Velourbezüge. Ich bin jetzt noch nicht gefahren. Ich sitze ja jetzt gerade seit ein paar Minuten hier in diesem Auto. Zum Thema Seitenhalt kann ich jetzt noch nicht sagen, wie sich das während der Fahrt verhält. Ich kann jetzt nur schon mal sagen, wie so oft, dass für mich und mein Körperbau diese Sitze zu breit sind. Ich bin da ein bisschen zu schmal für. Kann man auch so ausdrücken, ne? Sind die Sitze zu breit oder bist du zu dünn? Oder bist du zu dick oder sind die Sitze zu schmal? Wie auch immer. Ja. Wir werden sehen, wie sich das während der Fahrt verhält. Ansonsten, ja, man sitzt hier schon ganz gut, ganz ordentlich. Ich habe jetzt so eine Einstellung, ja, ich denke mal, so werde ich auch fahren. Obwohl, mal gucken. Ich glaube, ich werde, wenn es geht, ja, genau. Ich würde das Lenkrad ein bisschen, habe ich weiter reingefahren jetzt. Finde ich ein bisschen schöner, sehe ich auch ein bisschen mehr. So kann ich gut sitzen, so kann ich gut fahren. Perfekt. Sonst der Abstand, ja, der Sitz bleibt jetzt so, wie er ist. Und ich habe hier eine Faustabstand zum Himmel. Kopfstütze, alles okay soweit, gut eingestellt. Die Rückbank, ja, natürlich drei Sitzplätze hier hinten, Mittelarmlehne. Ich gehe gerade mal nach hinten. Fängt es immer stärker an zu regnen, aber naja, bin ja nicht aus Zucker. So, jetzt bin ich auf der Rückbank. Oh, ein bisschen hart die Sitze, aber nicht schlecht. Das sitzt sich gar nicht schlecht. Das sitzt sich, glaube ich, ein bisschen besser als im Leaf sogar. Der Winkel hier. Ist gut. Nicht schlecht. Die Kopfstützen muss man natürlich ein bisschen hochstellen hier, wenn man sich anlehnen möchte. Ja, so ist schön. Kopffreiheit ist hier ein bisschen weniger als vorne. Also die ganze Faust wird es nicht. Das sind hier eher so zwei Handbreit. Ich bin jetzt 1,80 Meter. Aber ist gut.
Man sitzt hier hinten. Ganz schön. Ablagefächer noch. Die Armlehne, die hier rausgeht, mit nochmal Cupholdern. Und ha, die Durchreiche nach hinten im Kofferraum. Das ist cool, das ist echt praktisch. Man irgendwie hier, was weiß ich, so ein Korb irgendwie mit Essen oder Getränken oder irgendwie stehen hat, weil hier drin kein Platz ist, kommt man während der Fahrt, man hinten sitzt, eben hinten dran. Das finde ich cool. Geht das jetzt auch wieder einzeln zu? Oder wie habe ich das eben gemacht? Na, egal. So. Ja. Passt. Genau, das Abstand zum Vordersitz. Üppig, wenn ich hier sitze, so wie der eingestellt ist. Der Beifahrersitz ist ein bisschen weiter hinten. Da ist ein bisschen weniger Platz, aber reicht ganz locker noch zum bequemen Sitzen. Hat er hier hinten irgendwas? Nein, hat er nicht. Irgendwelche USB-Anschlüsse oder sowas sehe ich jetzt nicht. Nur die Lüftungsschlitze. Ja, cool, passt, gefällt mir. Ich habe ja noch nie in einem E-Golf gesessen. Ich kenne nur den normalen Verbrenner-Golf von einem Arbeitskollegen. Aber den habe ich mir jetzt auch nicht so wahnsinnig im Detail angeschaut. Nur mal kurz mitgefahren. Und wie gesagt, das ist mein erstes Mal im E-Golf überhaupt. Ich kenne die Dinger jetzt nur von den Unterhaltungen an der Ladesäule mit den zufriedenen Besitzern eigentlich soweit. Gut. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt genug zum Fahrzeug. Es gibt hier gar nichts Spannendes mehr zu erzählen aus dem Innenraum. Wir machen auf jeden Fall später irgendwann noch, wir messen mal hinten den Kofferraum auf jeden Fall noch aus, vergleichen den mit dem Leaf, gucken mal, ob hier im E-Golf genauso viel Platz ist wie in meinem Leaf, ob der Kinderwagen da reingeht. Isofix-Halterungen sind ja hier hinten auf den Sitzen drin, also ich kann ja auf jeden Fall hier in die Isofix-Geschichte einbauen, ich kann den Kindersitz Maxi-Cosi hier hinstellen. Werden wir alles mal machen und mal vergleichen. Und wir werden, was ich auch noch vorhab, mal auch einen kleinen Reichweitentest machen. Ich bin ja mit dem Leaf damals mal mit 144 km/h, also Tempomat-Anschlag, hab das Auto mal leer gefahren und bin irgendwie 127 km oder sowas damals gekommen. Ich habe das vor, jetzt mit dem Golf auch mal zu wiederholen. Was heißt zu wiederholen? Ich habe das vor, mit dem Golf zu machen und mal gucken, wie weit der kommt mit 144. Mal so ein bisschen die Effizienz checken, mal einen Vergleich machen. Ja, genau. Und dann insgesamt so ein bisschen Durchschnittsverbrauch anschauen und das, was man dann so macht. Laden wollen wir natürlich auch mal. Wir wissen, der Golf lädt ein bisschen langsamer. Der lädt vielleicht nur mit 38, 39, 40 kW maximal. Aber mal schauen. Ich meine, der hat natürlich, was hat der, 36 Kilowattstunden hat der Akku. Der Leaf hat ja 40, aber brutto, also netto, hat der Leaf gar nicht mal so viel mehr. Das wollen wir natürlich berücksichtigen, wenn wir irgendwelche Reichweitenversuche machen. Der Akku ist minimal kleiner als beim Leaf. Aber dennoch, ich bin mal sehr gespannt auf die Effizienz und alles weitere. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal los und mache mich mal mit diesem Cockpit mal ein bisschen vertraut. Ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Nee, dann machen wir das jetzt nochmal schnell, direkt. Bevor ich losfahre, ich zeige euch mal kurz dieses Bedienelement, diese Instrumententafel in der Mitte, dieses Tachoelement. Das ist ein bisschen, naja, es ist ein bisschen überfrachtet. So, Auto an. Und es ist wirklich voller Informationen. Und es ist schon ein bisschen viel, wenn man sich das erste Mal reinsetzt, denkt man, was sind das alles für Zahlenhilfe? Also einfach natürlich auf der Seite der Tacho, wo man dann halt ein Tempomat hier einstellen kann. Das ist noch ganz, ganz easy. Ne? Also da habe ich wirklich die Geschwindigkeit, unten in digital, oben in analog. Habe ich unten Tempomateinstellungen, habe ich meine Assistenzsysteme ein bisschen drin, oben habe ich eine Uhrzeit, Temperatur und meine Himmelsrichtung. Aber dieses Teil hier, das hat es schon eher in sich. Ne? Das ist schon vollgepackt mit Informationen. Ganz unten die Restreichweite, links unten. Warum ist das auf off?
Müsste das nicht... Ach, das ist die Leistung. Okay, naja, klar. Das ist, ob der jetzt Leistung abnimmt oder rekuperiert. Ich dachte schon, das wäre der Akku Zustand, die Ladung. Nee, nee. Naja. Genau, Charge und Power in Prozent da oben nochmal. Nee, das ist eigentlich die Geschichte mit, ob er rekuperiert oder 100% Leistung hier abgibt. Und in der Mitte habe ich noch etwas zwischen 0 und 40. Ja, ne, genau, so ist das. So einfach zu lesen ist das Ding hier. Aber gut, ich bin auch noch nicht gefahren. Das wird sich während der Fahrt natürlich noch ein bisschen erschließen. 273. Ach so, na klar. Dieser blaue Balken heißt, der Akku ist voll. Ich habe eben nur auf den Zeiger geguckt, der auf 0 steht. Aber nein, 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 nein. Der Zeiger, der geht hier einmal komplett rum. So. Und die blaue Skala hier, die zeigt den SOC an. Also analog, okay. Aber immerhin habe ich die Kilometer unten als digitale Anzeige. Okay. Geht der, wenn ich einen Gang einlege, geht der auf D. So. Wir fahren jetzt hier gerade mal gleich auf dem Parkplatz. Einmal vor und zurück und gucken mal, was passiert. Also wir achten mal jetzt nicht auf den Tacho, auf die Geschwindigkeit, sondern hier nur auf dieses Element. Tun wir nicht. So. Und jetzt sind wir im Ready. Genau, eben war das Fahrzeug aus, jetzt ready, also 0 ist da oben der, ist jetzt der Zeiger hochgegangen, alles super. Max Ladung, diese Geschichte hier in der Mitte, diese 0 und diese 40, das ist der Verbrauch. Okay, da steht es für Lesende, des Lesens Mächtige steht es tatsächlich dran, das ist der Verbrauch. Wohl ein analog momentan Verbrauch zwischen 0 und 40 Kilowattstunden möglich. Gut, alles klar. Dann, warum gibt es hier noch ein E-Max? Hinter 100%. Gucken wir uns mal an, auf der Autobahn. Ich schalte mal gerade noch einen Mode um. Driving Mode Normal. Driving Mode Eco. Eco Plus. Ein Eco Plus zeigt damit 281 Kilometer an. Im Normal 273, im Eco 276. Verlassen, Komfortstand, dann also Fahrleistung und Komfort stark eingeschränkt, sagt er mir. Das ist dann natürlich Klimaanlage runter und so weiter. Wir fahren mal im Normal. Gut. Ja. Jetzt geht's los. Ich melde mich von unterwegs. So, einmal diese coole Funktion, das automatische Einparken, wollte ich euch zeigen. Die Parklücke hinter mir wird jetzt erkannt. Wie wir sehen, zwischen den beiden Autos ist Platz. Und da fahren wir jetzt gleich rein. Jetzt ist gerade noch hinter uns noch ein Auto. Das lassen wir vorsichtshalber mal passieren. Und jetzt parken wir ein. Schön langsam. Das Auto lenkt jetzt von alleine, wie ihr seht, in die Lücke. Das macht er alles selbstständig. Ich mache gar nichts. Er lenkt jetzt wieder zurück. Super cool. Super. Das ist echt stark. Ach so, und jetzt macht er sogar die Korrektur noch nach vorne selbstständig. Ich mache, wie gesagt, nichts. Parkassistent beendet. Bitte Lenkung übernehmen. Wir stehen drin. Ast rein. Das ist cool. Das hat mir gefallen. Das kann mein Leaf nicht. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht selber doch noch schneller könnte. Aber das war schon recht fix. Also wenn man jetzt hier wirklich von einer
vor einer Bremse geht, dann parkt er ganz schön fix ein. Dann wird's ein bisschen gruselig, kriegt man so ein bisschen Angst. Aber cool, das hat mir gefallen. Das wollte ich nur kurz einwerfen. So, ich nutze die Zeit beim Laden hier mal, um ein paar Maße von diesem Auto zu nehmen. Bin jetzt gerade hier im Kofferraum und habe meinen Maßstab ausgepackt, mein Maßband. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier in der Länge 72, glaube ich, das sind 73 cm auf dem Boden. Wir haben hier eine Breite von 103 cm. An der schmalen Stelle. Hier gibt es ja noch diese Ausbuchtungen. Und das sind 127. So. Die Höhe bis zur Hutablage-Unterkante sind irgendwo 41 cm. Und die Gesamthöhe hier vom Kofferraum sind 70. Es sind 70,5 oder so. Sagen wir, es sind 70. So, dann messen wir einmal mit umgeklappter Rückbank und kommen auf 154, also 154 in der Mitte und am Rand, wir messen, sind das halt eher nur noch 150, 151 cm. So, mein Maxi-Cosi. Mit der Isofix-Station ist auch drin. Passt also. Ja, die Rücklehne ist schon relativ weit zurück. Der Sitz ist nicht ganz weit hinten, aber halt auch in einer angenehmen Sitzposition. Ja. So, dass das alles hier Platz findet. Also ist ähnlich wie im Leaf, ist nicht viel kleiner. Gucken uns vielleicht noch an, wie der Kinderwagen hinten Platz findet. So, der Hartan-Kinderwagen passt hinten rein, aber die Hutablage muss raus dafür. Also die habe ich jetzt draußen. Denn die wäre jetzt auf dieser Höhe, also man merkt halt einfach diese fehlende Tiefe, die man beim Leaf hier hat. Ne? Beim Leaf geht das hier richtig weit runter, dass das Gestell da eigentlich echt drin verschwindet. Das ist hier natürlich anders. Der Aufbau ist hier anders. So verspürt der Wagen halt ein bisschen die Sicht nach hinten, aber das ist nicht weiter dramatisch. Er passt gerade so rein, das ist wirklich Spack, aber das ist auch echt ein großer, großer Kinderwagen. Also der passt hier rein, die Klappe schließt, da bin ich schon ganz froh. Man kann natürlich hier noch ein paar Gegenstände verstauen, ja, der füllt jetzt den Raum nicht ganz aus, aber er geht auch nicht viel weiter nach hinten. Und das hier der Engpass, man kann natürlich die Räder abnehmen, aber jedes Mal möchte ich das auch nicht machen. Es geht ja darum, relativ möglichst bequem den Wagen rauszuholen, mit drei Handgriffen aufzubauen. Hier ist halt auch noch ein bisschen Stau. Also man kriegt hier noch einiges unter, aber jetzt kein Koffer oder sowas mehr. Also, das ist schon deutlich, deutlich weniger Platz, als wenn man schön lief. So, jetzt gehen wir mal wieder rein, ein bisschen ruhiger. Dann knackern da draußen die Leute mit den Rollern und ihrem Zeug. So. Das waren die Kofferraummaße. Ich werde hier die Maße vom Leaf und dem Golf mal einblenden, mal zum Vergleich. Was habe ich da sonst noch drin? Werte vom Hyundai Kona, Werte vom Kia e-Niro und so weiter. Die Werte vom Tesla Model 3 kann man ja auch noch eintragen, obwohl das ja kein, obwohl das anders ist, das ist eine Limousine mit Kofferraum und nicht so eine Heckklappe wie die Autos hier. Aber wie gesagt, jetzt kommt gleich die Tabelle mit den Vergleichswerten. Insbesondere interessant hier der Direktvergleich Leaf und E-Golf. Die anderen Autos sind ja ein bisschen
ja, ein bisschen anders. Diese kompakten SUVs, Kona und e-Niro und ja, wie gesagt, Model 3, eine Limousine. Genau, schaut euch die Tabelle mal an und dann kann jeder für sich entscheiden, was ist das richtige Auto für ihn, was braucht man an Kofferraumvolumen und so weiter. Wir brauchen halt derzeit noch sehr viel durch den Kinderwagen und nach Sikorsi und das ganze Zeug. Und man schleppt ja sowieso viel mit, wenn man mit Baby unterwegs ist. Wer nur noch, wer allein unterwegs ist oder zu zweit, mit nicht viel Gepäck, der braucht sicherlich nicht so einen großen Kofferraum wie wir jetzt noch im Moment. Okay. Das soll reichen. Ich werde mich hier nicht hinten reinlegen in das Auto, denn naja, man müsste schon ein bisschen anbauen, um eine angenehme Schlaflänge hier zu gewinnen, um auf die 2 Meter zu kommen. Sitze nach vorne und irgendwas, naja, irgendwas, wo man den Kopf noch drauf legt. Also das ist jetzt für mich uninteressant. Also es kommt mit dem Auto jetzt irgendwie nicht in Frage, muss es aber auch nicht. Okay, das soll es reichen zum Thema Maße. Ich suche mal die technischen Daten so ein bisschen vom Golf raus und präsentiere sie gleich. So, wie versprochen, wollte ich euch ein paar Zahlen präsentieren. Zahlenwerk vom E-Golf, technische Daten. Mal die interessanten Sachen überfliegen. Leistung 100 kW, entspricht 136 PS, bei 290 Newtonmeter Drehmoment. Natürlich ein Frontantrieb, Wendekreis 10,9 Meter, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h. Laut Tacho sind das halt irgendwie 157. Beschleunigung 9,6 Sekunden von 0 auf 100. Testverbrauch hier beim ADAC-Test von 17,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. 68 dB ist das Fahrgeräusch innen. Länge, Breite, Höhe. Wir haben 4,27 Meter. Also 4,27 Meter ist das Auto lang, 1,79 Meter breit ohne Spiegel und 1,48 Meter hoch. Mit Spiegeln ist er 2 Meter und 3 Zentimeter breit, wiegt leer 1,6 Tonnen. Man kann 420 Kilo zuladen. Dachlast 75 Kilo, 35,8 Kilowattstunden Akkukapazität. Somit geben die in Reichweite von 202 Kilometer an. 2 Jahre Garantie und 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Das ist doch mal interessant. Und zwar machen wir mal wieder so ein bisschen Vergleich. Der Leaf ist hat ein bisschen mehr Leistung. 110 kW, 150 PS, hat 320 Newtonmeter, hat 30 Newtonmeter, also mehr als der Golf. Hat einen schlechteren Wendekreis. Ich habe den jetzt nicht als Zahl, aber der Leaf-Wendekreis ist nicht gut. Genauso schnell eigentlich. Beschleunigt schneller. Also der Leaf ist irgendwie auf unter 8 Sekunden auf 100 und der Golf braucht 9,6. Die Maße habe ich nicht im Kopf. Länge, Breite, Höhe. Ich suche gerade mal die Maße vom Golf raus, Nissan raus, Entschuldigung. So, hier sind die Maße vom Leaf. Der Leaf ist 4,50 Meter, also 4,49 Meter lang im Vergleich zu den 4,27 Meter vom Golf. 1,48 Meter ist der Golf hoch. Und beim Leaf waren es 1,53. Zu 1,48. Ist gar nicht so viel, aber also beim Einsteigen, Aussteigen und Sitzen merkt man den Unterschied ganz, ganz deutlich. Leergewicht können wir nochmal vergleichen. 1,6 Tonnen leer beim Golf mit 420 Zuladung.
Der lief 1,5, also 1572 Kilo mit 423 Kilo Zuladung. Kofferraumvolumen 390 Liter, 255 Liter je nach Rückbank. Das ist hier beim Golf 230 Liter bzw. 360. Also 230, 360. Eigentlich ja gar nicht so viel Unterschied, ne? 30 Liter Unterschied vom Volumen her, aber durch die unterschiedliche Bauform einfach, dass es beim Leaf halt so tief runter geht, hat man das Gefühl, man kann da deutlich mehr reintun und vor allem kann man die Hutablage dann wieder drauf machen, auch wenn viel drin ist. Beim Golf muss man halt die Hutablage dann halt weglassen, wenn man irgendwie was Größeres reinstellen möchte. Okay, das ist jetzt mal der reine Zahlenvergleich gewesen. Ich melde mich später wieder.